Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Grounded. Wuhu! So, wenn du hier angekommen bist, bist du wirklich zum Picknicktisch gegangen. Du bist nicht in die Basis, denn die ist heute leer. So, ich habe hier was vorbereitet. Wir bauen einmal das Dach fertig. Ist mir ganz wichtig. Und, wie man sieht, ich habe da hinten einen kleinen Aufgang gebaut. Da ist auch eine Werkbank, ein Zelt wegen Spawnpunkt. Wir gehen nämlich heute nochmal in den Sandkasten. Ich möchte nämlich einen Ameisenlöwen killen, weil ich mir gedacht habe, vielleicht wirkt er ja Mandibeln, Brocken, irgendwas ab, woraus ich eine hitzebeständige Rüstung kriegen könnte. Wie das im Laufe des Tages mit Schatten da drüben aussieht, weiß ich leider nicht. Das werden wir sehen. Aber wir gehen auf jeden Fall rüber. Wir inspizieren den Sandkasten. Vielleicht kriegen wir auch bessere Waffen von den Ameisenlöwen. Wir probieren das einfach aus, ne? Also, wir lassen uns jetzt hier nicht aufhalten von unserem Vorhaben. So, wir brauchen noch Klee. Aber keine Panik. Das habe ich in der Kiste. Ach, kleinen Moment. Haben wir hier noch Salz? Na sicher. Das müssen wir doch einsammeln, sonst spawnt das doch nicht wieder. So. Klee. Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Wir nehmen mal 2 Stacks mit. Sortieren dafür aber schon mal ein bisschen aus. So, das kann weg. Das lassen wir noch drinne. Die können schon mal raus. Und der kann raus. So. Und dann bauen wir unser Dach einmal schnell fertig. Da, das nimmt schon richtig Gestalt an hier, ne? Das Schlimmste ist ja eigentlich, ich fange hier überall Baustellen an, ja? Wir haben unsere Basis. Wir haben diese Absprungschance, die ich aber gerne ausbauen würde. Warum, weiß ich nicht. Da habe ich irgendwie Lust zu. Also es sieht noch so mickrig aus. Es muss ein bisschen schöner. Hier fehlen ja auch noch Lampen und alles, ne? Dann haben wir die Basis. Die ist ja noch lange nicht fertig. Da mache ich tatsächlich viel zu wenig, habe ich immer das Gefühl. Dann haben wir jetzt hier noch den Aufgang angefangen. Auch wenn wir mit dem Sandkasten irgendwann durch sind und vielleicht uns sagen, da gehen wir gar nicht mehr rein. Ich möchte den Aufgang früher oder später trotzdem nochmal verschönern, ja? Also der soll schon ein bisschen nach was aussehen. So, analysieren können wir weiterhin nichts. Wir haben nichts drin. Gut, dann machen wir gleich mal die Taschen leer. Und zwar kann der Klee wieder raus, das kann raus. Oh, kleinen Moment. Wunderbar. So, jetzt können wir aussortieren. Der Saft kann weg, die Stängel können weg. Der Dolch kann auch weg. Wir haben ja jetzt die Stechmückennadel. Und das ist nämlich der Grund, warum ich gesagt habe, komm, wir gehen da nochmal rein. Wir haben den Insektenhammer, Stufe 2. Wir haben die Stechmückennadel, Stufe 2. Und der Ameisenlöwe hat ja ein Problem mit Schlitzen. Wir haben die Armbrust, die ist auch Stufe 2. Ich habe keine meiner Waffen verbessert. Wir haben Speer. Ja, Schaufel, gut, können wir nichts mit anfangen. Die können wir eigentlich denn hier lassen. Ich denke nicht, dass wir drüben irgendwas finden, womit wir da was abbauen können. Dann würde ich sagen, gehen wir rüber, starten wir unser Abenteuer. Ja, hier sieht man schon ein bisschen, wie der Aufgang aufgebaut ist, wie so ein Treppenhaus. So, hier gehen wir noch einmal kurz runter. Den packen wir rein und den nehmen wir mit. Dann haben wir ein bisschen Verpflegung. Hier habe ich auch noch ein paar Körbe hingepackt. Falls wir ja ein paar Vorräte sammeln wollen. Werkbank halt. So, aber wir kommen hier wunderbar hoch. Jetzt müssen wir nur erstmal gucken, dass wir so einen Ameisenlöwen erlegt kriegen. Das Problem ist, wir haben ja jetzt hier gar keinen Schatten, ne? Ja, hier vorne minimal unterm Schirm. Wenn es uns jetzt nur danach geht, einen Ameisenlöwen zu erlegen, könnten wir das hier vorne machen. Dann laufen wir kurz im Schatten und locken uns einen vor. Sofern denn überhaupt einer kommen würde. Oder wir gehen... Guck mal, wir haben hier hinten, ist ja Rasen, ne? Wir gehen einfach hinten runter, da hängt ja der Gartenschlauch rein. Da ist doch bestimmt dann auch Wasser.
So, ein bisschen Schatten möglicherweise. Hier am Rand haben wir etwas Schatten. Hier komme ich dann nicht wieder hoch. So, wo ist denn der Chip überhaupt? Der Chip ist das da bei der Markierung? Nee. Der Chip ist... Ja, so nicht. So. Okay. Das ist bestimmt irgendwo unterirdisch. Da müssen wir bestimmt hier vorne rein oder dort. Oder über die Burg. Dass das so ein richtiger Tunnelweg wieder wird, ne? Dass man in die Burg rein muss, von der Burg in den Untergrund. Ja, das weiß ich leider noch nicht. Nur noch so ein... Oh, da ist eine... Oh Gott, nicht reinfallen. Da ist ja auch eine Forschungsstation. Das kommt uns ja sehr gelegen. Also wenn wir jetzt hier was... Komm, wir gehen rein. Oh, wir verbrennen. Ja, gut. Im Wasser kühlen wir uns runter. Oh, das ist schon mal sehr schön. Und was auch schön ist... Zwei Schläge und wir haben den Quarzit zerstört. Den nehmen wir gleich mit. Ah, ich darf sogar hier am Rand gehen. Das ist aber gnädig. So, da ist noch ein Stück Science. So, den nehmen wir auch mit. Forschungsstation. Da gucken wir gleich mal rein. Schokolade. Keine Schokolade. Nichts zum Analysieren. Eine Akte. Burke. Du schaust genügend Cartoons, um den Gag zu kennen. Der verwirrte Mann steckt seinen Finger durch ein unerwartetes Loch im Stoff. Tja, das ist heute meine Rolle. Die Truhen, die seit Wochen in meinen Würfelsack herumklirren, um geschrumpfte Schätze zu zählen, klirren nicht mehr. Zerstreut in die vier Himmelsrichtungen, die sieben Meere. Bitte halte Ausschau. Sie könnten überall sein. Die perfekten Gefäße für die Aufbewahrung wertvoller Gegenstände. Welch eine Schande. Gut, das heißt für uns, wir müssen die Augen offen halten. Hier könnten Gefäße sein, die wir vielleicht sammeln können. I guess. Also, gut. Also, Gefäße suchen. Können wir hier in den Gartenschlauch? Ja. Können wir den hochgehen? Nee. Okay. Das ist erstmal eine Sackgasse. Da kommen wir auf jeden Fall nicht wieder raus. Ja, das ist Sandkasten. So, wir haben ein bisschen Hunger. Okay, gut. Dann müssen wir jetzt einen Ameisenlöwen irgendwie dazu kriegen, mit uns dort zu kämpfen, wo wir nicht verbrennen. Aber wir kommen auch nicht zur Burg. Das ist, unsere Möglichkeiten sind hier kürzer. Da oben ist noch Marmor. Als ich ursprünglich gedacht habe. Also ich hatte eigentlich gehofft, dass wir ein bisschen weiter laufen können. Aber na gut. Also dass wir ein bisschen mehr Schatten am Rand haben. Mitnehmen. Alles mitnehmen. Au, 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 au. Ah, da können wir auch gleich wieder drunter. Ich würde aber gerne hier vorzugsweise in der Nähe des Wassers so einen Ameisenlöwen erstmal irgendwie triggern. Habe ich da die Möglichkeit zu? Nee, nicht wirklich, ne? Also hier kommt nichts. Oh Gott. Oh Gott. Er kann ins Wasser. Das wusste ich nicht. Autsch.
Okay, kann er auch tauchen? Schild. Okay, jetzt müssen wir kämpfen. Ist ja eigentlich das, was ich wollte, aber nicht unter den Voraussetzungen. Komm her! Oh. Ja. ja, wenn wir den... Wir laden hier. Ich weiß nicht, wo der Speicherpunkt ist. Wenn der Speicherpunkt jetzt genau in dem Moment ist, wo der uns attackiert und killt, dann bringt uns das auch nicht viel. Ach, wir sind wieder hier vorne. Oh, ich dachte, wir sind zumindest am Wasser. Na gut, müssen wir den Weg nochmal machen. Die sind gar nicht so leicht zu erlegen. Obwohl, pass auf, ich will ja erstmal wissen, kriege ich denn eine Rüstung von denen? Damit ich hier drinne quasi laufen kann. Also, wir holen uns jetzt einmal Ausdauer und dann laufen wir hier so ein bisschen so weit, wie wir können. Weit kommen wir aber nicht. Okay, ihr bösen Kreaturen. Fatal wäre das natürlich, wenn jetzt mehr wie eine kommen würde. Ich glaube, dann hätte ich ein leichtes Problem. Weiter kann ich nicht. Noch nicht, aber der Schatten kommt ja schon ein bisschen. Oder täuscht das? Geht er weg? Nee, der bleibt konstant, oder? Okay, auf jeden Fall kriege ich hier keine Kreatur gefangen. Oder doch? Okay, jetzt muss ich erstmal aus dem Sand. Oh, heiß, 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 heiß. So. Nein, das war daneben. Also hier hätte ich eine geringe, aber ich habe eine Chance. Immer rein in die Augen. Immer reiner. Oh, das tat weh. Au. Oh, Gottes Willen. Ameisenlöwenanteil, das ist ein Krampf. Aber den haben wir. Immerhin. Einmal die Pfeile einsammeln. Gut, einen habe ich versemmelt, aber damit komme ich klar. So, müssen wir einmal einen Faserverband nehmen. Okay, jetzt könnte man, ja, wenn wir das jetzt direkt untersuchen gehen, sehen wir eigentlich weiter. Ob wir erstmal die Ameisenlöwen farmen oder ob wir reingehen müssen, so oder so. Sonst müssen wir vielleicht nachts rein. Ah, das ist jetzt ärgerlich. So, einmal zur Forschungsstation. Dann nehmen wir aber die sichere. Oh, gleich was mitnehmen. Warum auch nicht, ne?
Ein Mann und sein Baumstamm. Es war einmal ein Mann, der trag einen Baumstamm. Und dieser Baumstamm machte ihn zum Mann. Könnte ich auch mitnehmen, ist unter der Schaufel, muss mich bücken. Ich hab's im Rücken, bin ich bei der Jüngste. Machen wir nicht. So. Achso, halt. Da. Da fällt mir doch ein, der robuste Marmor, der hier drunter ist. Den wollte ich jetzt nicht liegen lassen. So. Ich weiß gar nicht, ob der auch wieder nachspawnt oder ob der dann dauerhaft weg ist. Habe ich noch nie drauf geachtet, muss ich mal machen. Denn den nutzen wir ja auch zum Waffenaufrüsten. Und unüberlegt aufgerüstet könnte der natürlich fatal werden. So. Einmal Ausdauer tanken. Jetzt bin ich ja gespannt. Also das reizt mich ja jetzt schon, ne? Ob das wirklich so funktioniert, wie ich mir das denke. Aber bestimmt nicht. Erfahrungsgemäß nicht, liegt nicht am Spiel, sondern einfach an meinem Glück. Es wird nicht funktionieren. Klar, Moment. Ich möchte einmal eben, wenn wir schon hier sind. So. Gut. So, jetzt müssen wir den Löwenanteil erstmal untersuchen. Entweder kriegen wir was Cooles oder wir kriegen natürlich gar nichts, ne? Hopp oder top? War die Reise umsonst? Ah, na schau mal einer an. Wir können haben Reparaturkleber, Ameisenlöwensporen, ein Ameisenlöwenhut und Ameisenlöwenponcho. So, der Hut sieht ja schon so ein bisschen aus wie ein Sombrero. Oh, das wäre so cool. Und das können wir noch untersuchen. Die Mandibeln. Oder ist das Kopf? Ein Großschwert. Ameisenlöwen-Großschwert. Also entweder hat mir das jetzt richtig was gebracht oder es war gewastet. So, erstmal das Großschwert. Stufe 3 Waffe. Ja, wunderbar. Und der hat ein Problem mit Schlitzen. Ich brauche dafür 7 Zangen und 3... Boah. Im Leben nicht. Der muss ich ja noch 6 töten. Und die müssen auch jedes Mal was abwerfen. Puh. Okay, das habe ich mir ein bisschen, ja. Ah, komm schon. Totschickerhut aus Ameisenlöwenteilen. Brutzelschutz. Na, wunderbar. Wunderbar. Der Poncho hat auch Brutzelschutz. Und die Sporen haben auch Brutzelschutz. Die Frage ist natürlich, erhöht der Brutzelschutz einfach nur die Zeit, die ich da drin rumlaufen kann? Höchstwahrscheinlich, ne? So, das, dann werde ich den jetzt einlagern drüben. Wenn wir alle Teile, alle benötigten Teile zusammen haben, dann machen wir uns erstmal Schutzkleidung und ein Schwert und dann gehen wir erst richtig in den Sandkasten. Weil vorher macht das ja nicht wirklich Sinn, ne? So. Den rein, den rein. Oh, das will ich nicht verlieren. Ja. Vorher macht das keinen großen Sinn, da reinzulaufen. So, wir könnten noch mal was essen. Und wir können noch mal einen Schluck trinken. So. Dann muss ich also wieder einen triggern.
Wir müssen noch mal einen Ameisenlöwen vorzugsweise. Ich brauche noch 6 für das Schwert. Und dennoch welche für die Rüstung. Also wenn wir jetzt so 40 Stück kurz mal eben platt machen könnten, wäre schon nice, ne? Ah, hier ist kein Schatten mehr. Jetzt ist der Schatten da hinten. Da komme ich aber nicht hoch. Wenn ich da hingehe, das ist ja eine Todesfalle. Ich kann jetzt auch nicht mit Sicherheit sagen, wenn ich aufs Trinkpäckchen gehen würde. Ich habe auch keinen Bratwumms mehr mit, ne? Nee. Wie hätte ich die damit beschmissen? Und dann haben wir noch den Fressbums, ne? Ich glaube, das ist wie so eine Art Haftbombe oder sowas. Hier, da ist auch noch einer drin. Ich weiß gar nicht. Ich möchte mal was auf den schmeißen. Achso, habe ich auch 4. Etwas, was wir entbehren können. Ja. Da hätte ich höher werfen müssen. Ich wollte nur mal wissen, ob ich den rauskriege. Weil jetzt ein Pfeil dafür verschwenden. Wie viele haben wir denn noch? 15. Aber der kommt da nicht raus. 15 Pfeile. I'm burning up. Was hier auch? Nein. Ja, ja. Fütter mich mal mit Körperteilen. So einfach habe ich ja noch nie gefarmt. Und der kommt hier nicht hin. Der schmeißt die ganzen schwarzen Ameisen auf mich, ne? Kann ich den fangen? Nee. Mach nochmal. Pass auf, den fange ich. Ich glaube, ich kann die gar nicht einsammeln. Nee. Okay, das wird nix. Aber welche Möglichkeiten habe ich denn? Ich muss ja... Okay, ich will die ja rauslocken, aber ich muss ja irgendwo mich hinstellen können, wo die am besten nicht so einfach hochkommen. Wenn ich hier runterfalle, den komme ich nicht mehr hoch. Und der Schatten ist bei Weitem noch nicht weit genug. So. Aber der bleibt da auch drinnen, ne? Eiskalt, also es juckt ihn nicht. Drohung entdeckt. Okay, ich komme nicht raus. Ich hätte mal speichern sollen, bevor ich hier reingesprungen bin. Autsch. Cool. Ein Hammer. Schärfe. Das ist ja interessant. Okay, Schärfe. Ah, ich komme hier sogar wieder hoch. Also im Notfall bin ich sicher. Schärfe ist ja sehr cool, ne? Müssen wir noch auf jeden Fall noch untersuchen. Aber wir haben ja in den Daten... wer war denn das? Die Larven, also deren Schwäche ist ja die Schärfe. Ja, der hat sowieso keine Schwächen. Dann haben wir noch hier Schlitzen und Frische bei der infizierten Larve. Und Schlitzen und Salzig. Okay.
Gut. Noch sind wir gesund. Wenn wir jetzt nur ein triggern, dass der quasi Sass auf uns hat und uns nur einer angreifen würde, dann würden wir den doch eigentlich schaffen, oder? Ich weiß gar nicht, ob ich in die Burg kommen würde. Geschweige denn, ob ich da sicher wäre. Ah. Wir kommen auf jeden Fall schon mal raus aus dem Sandkasten. So, jetzt wird uns bestimmt der ein oder andere jagen. Bin ich mir sehr sicher. Okay. Oh, das war aber knapp. Hier ist nochmal Schärfe. Aber die kann ich nicht aufmachen, ne? Hallo? Okay, wir laufen erstmal wieder nach oben. Und dann wird uns doch bestimmt der ein oder andere hier noch verfolgen. Da. Da krabbelt was. Aber es ist mehr als einer. Oh. Er hängt. Oh, nein, tut er nicht. Okay. Komm. Oh, ups. Haben wir gleich. Komm. Komm her. Ah, oh, gut. Der macht es uns. Ach, der hängt im Schirm fest. Ja, das ist ja gut. Kommt uns zum Vorteil. Nehmen wir gern mit. Da will ich mich nicht beschweren. Wieso geht das nicht? Oh. Ich habe keine Pfeile mehr. Auf in den Nahkampf. Das war ja leicht. Okay. Ja. Das war geschummelt eigentlich, ne? Gut, dann sind wir schon mal bei 2. Ach, der ist unter der Erde, der Pfeil. Na gut. Dann bleibt der eben da. Wie viele haben wir jetzt wieder? 12. 3 sind weg. Einen haben wir noch hier. Ja. Der nächste, bitte. Würde gern wissen, wo ist denn. Oh nein. Gottes Willen. Du bist ganz schön frech. Aua! Das konnte ich nicht mal blocken. Autsch. Oh, das sieht nicht gut für mich aus. Oh, oh. Gar nicht gut. Inventar. Reicht das? Oh Gott, Sackgasse. Es hat nicht gereicht. Es hat nicht gereicht. Nee, das machen wir nicht. Wir spawnen am anderen Ende. Na ja, gut, wir kommen ja schnell rüber, ne? Ja, Ameisen-Löwenteile. Na, das ist ja. Das habe ich mir jetzt aber. Also, ich habe mir die Folge spannend. Oh, da ist Molar drinne. Und das, wo ich jetzt meinen Hammer habe. Ich habe mir die Folge tatsächlich spannender vorgestellt. Abwechslungsreicher. Aber ich muss dazu sagen,
Ich habe es mir auch leichter vorgestellt. Vor allem. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir hier 30 Minuten versuchen, Ameisenlöwen zu farmen. Hängst du fest? Autsch. Oh, nein, er hängt nicht fest. Ich bin skeptisch, ob ich den jetzt noch platt kriege. Ich brauchte echt eine bessere Taktik, ne? Der muss doch irgendwo auch eine Schwachstelle haben. Ah! Der Kopf. Also das Genick. Und mit der Armbrust geht das tatsächlich echt angenehm. Aber ohne Armbrust eher weniger. Na gut, das war dann auf jeden Fall. Wir wissen jetzt schon mal mehr. Wir wissen, wie wir den Poncho kriegen. Wir wissen, wie wir eine bessere Waffe kriegen. Ja, ich würde sagen, da das nicht ganz so spannend ist, farme ich die ersten Teile, die wir jetzt noch benötigen, selbst. Oh, der schmeißt nicht mal immer Mandibeln ab. Ja, ich werde noch ein bisschen hier farmen und dann kommt ihr das nächste Mal dazu, wenn wir besser ausgestattet sind, damit wir endlich diesen verflixten Chip hier rauskriegen. Ja, da muss ich alleine farmen. So, ich hoffe, ihr seid denn das nächste Mal wieder mit dabei. Dann würde ich sagen, verschönern wir vielleicht hier den Aufstieg oder da hinten die Basis. Oder wir farmen hier immer noch, weil das, ja, wir müssen mal schauen. Also das ist das absolute Horrorgebiet hier. Aber wir brauchen es tatsächlich, ne? Wir brauchen die Stufe 3 Waffe. So. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dann, macht's gut. Ciao.